Guten Tag, liebe Leute, jetzt kommt mein zweites Video für heute, weil das andere war ja nur so eine, ja, ihr wisst selber, was es war. Und zwar will ich heute gar nicht so viel vom Kühnwalk zeigen, sondern es geht mir darum, dass es einfach nur ein ja, Bewerbungsvideo für Bogenchecks wird. Das heißt also, jeder, der halt mal Bogencheck-mäßig gecheckt werden will, der hat halt immer die Möglichkeit, ich werde das immer in bestimmten Abschnitten mal machen, dass ich halt immer mal sage, gut, okay, ist ein Infovideo für Bogenchecks. Und einfach runterschreiben, hier, zack, 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 so sieht's aus. Dann natürlich im besten Fall mit Hashtag, klar, also nicht nur im besten Fall, sondern nur mit Hashtag und Clanname und dann eben halt dein Spielername. Und, also ich sag mal, man sollte schon mit einer Woche oder vielleicht 2 Wochen halt rechnen, bis halt überhaupt was passiert, sage ich mal, dass ich überhaupt was rannehme. Das heißt also, so lange sollte man dann schon in seinem Clan bleiben. Wenn das eben noch nicht klar ist und man gerade am Rumspringen ist, tut das ja auch nicht weh. Dann kann man halt sagen, gut, okay, ich warte halt ein bisschen, beziehungsweise springe erstmal ein bisschen umher und schreibe das später rein. Weil wie gesagt, wenn man jetzt in 20 Videos irgendwo mal sagt, naja, hier komm, check mich mal bitte, da habe ich das auch irgendwann von der Übersichtlichkeit halt logischerweise nicht mehr drin. Von daher werde ich das so machen, immer mal wieder ein Video, dann aha, okay, es geht los und fertig. Und hier geht es natürlich auch gerade los, weil wir haben Tau-09er gefunden. Ich meine, 5 Pokis ist natürlich jetzt nicht so der Reißer, aber wir haben halt wirklich alles, was halt irgendwie ja, wichtig ist oder schwierig ist. Zum Beispiel hier der Booster haben wir einfach mal da am Start. Der tut uns hier gar nicht weh, der wird hier gleich weggerotzt und dann passt das. Dann haben wir wieder mal schön einen Minenwerfer, der hier komplett inaktiv ist, beziehungsweise gerade gebaut wird. Was will man denn mehr? So, gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Hier müssten wir eigentlich noch richtig gut rasieren, weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Zack, hier machen wir auch nochmal eine kleine Sprengung. Und dass wir da nochmal was aufmachen können. Und dann hoffe ich mal, können wir uns hier schön das Rathaus ziehen. Ja, genau, die Bogies werden gerade rechtzeitig fertig, einwandfrei. Gucken wir mal, was wir hier... Ja, genau, schon ist das Town Hall anvisiert, einwandfrei. Es läuft halt. So, zack. Dann würde ich denken, geht's wenn dann hier an das nächste. Bloß hier könnte natürlich auch sein, dass er dann hier wirklich sagt, gut, okay, komm, ich will hier die Mauer aufbrechen. Das kann natürlich auch sein. Weil die geht ja dann wirklich schon an die Stellen, die ja schon gehittet wurden. Da geht es dann natürlich dann mit Vorliebe ran und sagt dann, gut, okay, komm, lass mal weiterhitten. Das will ich auf jeden Fall noch. Und ich denke mal auch, die 50% sollte bei so einer, naja, was heißt Low Base? Low Base ist es ja nicht. Aber in so einer Base, wo halt gerade auch noch geupt wird, halt ohne Probleme drin sein. Da sollten die 50% locker zu machen sein. So, da noch, ja, easy going, denke ich. So, hier hittet mich jetzt nicht so extrem viel. Da kann ich den King ohne Probleme verkraften. Der wird hier gleich erschossen. Zack. Na, komm. Ja, ich wollte schon sagen. Da wollte ich es halt jetzt wirklich drauf ankommen lassen, weil eigentlich so viel war da nicht mehr, was mich hitten konnte. Na, aber... nee, immer noch nicht. Ja, genau. Tesla ist down. Können wir schön den Rage lassen. Genau, das hätte ich gern noch. Das Dunkle wäre zwar schön, aber tut jetzt auch nicht weh. Die Schweine lasse ich mir auch auf jeden Fall. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie mehr raushauen. Gehe ich außen rum? Ich habe noch eine Minute. Jetzt könnte es sein, dass sie hier ran anfängt zu hitten. Weil jetzt ist nichts weiter, dass sie sich vielleicht sagt, ah, okay, jetzt geht es daran. Okay. Gucken wir mal, helfen wir. Schade. Egal, dann sind die Mauerbrecher halt alle weg. So ist das Leben. Zack, genau. Ja, genau, dann rennst du halt an der Mauer vorbei. Passt. So, 59, dann haben wir hier diese 49, dann hätten wir 50. Jetzt geht sie garantiert. Ja, geil, geil. Ich hätte gedacht, sie geht erst auf den Bogiturm. Läuft auf jeden Fall bei mir. Ja, yeah, ich habe wieder eine Nachricht bekommen, aber ich mache das hier mal aufschließen. Ja, jetzt wird es erst auf die Minen gehen. Hm. Schade, weil sonst... Ah, ich könnte... Ja, genau, ich habe ja noch hier... Zack, hier die Möglichkeit halt wirklich nochmal Gold, ein bisschen was rauszuholen.
Passt doch, einwandfrei. Also wie gesagt, das war das kurze Video mit einem kleinen Queenwalk. Also ich merke auch, der wird immer mehr gefeiert. Also ich merke das wirklich am Anfang, oh, hieß es noch, oh, naja, nur Queenwalk. Ich finde halt wirklich, die, die es halt sehen wollen, die es halt wirklich interessiert, die sind halt eben bei mir richtig. Und die, die sagen, oh, naja, komm, ich bin halt lieber so mehr CW-mäßig oder was. Zum Beispiel Brennerchen, der macht doch gute CWs. Also das ist ja gar kein Thema. Oder Zuschauer-LP ist auch immer CW-mäßig gut dabei. Läuft doch, gar kein Thema. Kann man sich doch raussuchen, was man möchte. So sehe ich das. Das war's von mir. Wie gesagt, dann bewerbt euch einfach mit einem Bogencheck. Wie gesagt, jede Menge Zeit mitbringen und dann sollte das gut klappen. Wenn ihr, wie gesagt, diese Bogenchecks auch haben wollt, jetzt ist es halt wirklich mal, das ist nicht so, oh, naja, komm, hier, gib mal einen Daumen nach oben und sowas. Sondern wenn ihr das halt haben wollt, wenn ihr sagt, ey, komm, das ist echt cool mit dem Bogencheck, dann lasst mal wirklich einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich ungefähr wirklich, wie das so abgeht. Wenn ich jetzt auf dieses Video hier irgendwie, was weiß ich, 500 Likes habe, dann weiß ich, okay, dann sind halt doch ein paar mehr Bogenchecks gefragt. Einfach so als, ja, als Fragerunde mal so ein bisschen an euch. Das war's von mir. Ihr haut rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.